Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4 Thieves End. Das brauchte ich jetzt heute noch. Ich wollte ja eigentlich aufnehmen, dann hat mich aber irgendwie der Stress der Woche ein bisschen überfallen. Ich war saumüde, hab mir gedacht, ach komm, heute lässt es mit der Aufnahme, heute spielst du zur Entspannung ein bisschen Witcher. Und Doom kommt ja auch noch und genau das ist der Knackpunkt, liebe Leute. Ich habe gerade so ein Dreiviertelstündchen Doom gespielt und das ist... Das ist wie eine Trance. Da wacht man wie aus einer Trance auf, wenn man wenigstens Escape drückt, ja, dass es mal kurz anhält oder so. Das ist ja ein krasser Shit. Oh mein Gott. Jetzt brauche ich auf jeden Fall ein bisschen Ruhe und Entspannung und etwas, das, ja, mich so ein bisschen lang hinplänkeln lässt. Und was ist da besser als Uncharted 4? Nun ja, schauen wir mal, wie wir da rüberkommen. Und genau als ich diese Frage stelle, sehen wir doch das da. Sieht aber leider aus wie eine Wippe, oder? Nun ja, wir gucken es uns an. Überbalancieren. Gott sei Dank kein Balancing Game. Oh, das wäre so schlimm gewesen. That really safe-looking wooden seesaw thing might do the trick. Bin noch gerade auf dem Weg. So, sieht in der Tat sehr gut aus. Aber das da vorne haben wir doch sicherlich nicht umsonst, oder? Ja, das muss man sicher erst richtig platzieren. Ich glaube, das wird es jetzt nicht bringen. Und Doom sieht übrigens extrem gut aus, aber Uncharted 4 sieht auch extrem gut aus. Holy shit, man. Ich sag's ja immer wieder, immer wenn ich so gut aussehende Spiele sehe und gerade hier jetzt mit diesen antiken Höhlen, mein Gott, das nächste Elder Scrolls oder so mit so einer Grafik, yes. Okay. Okay. Alles klar, wie gesagt, ich muss ein bisschen runterkommen. Sam hat ja gewarnt, ne? Also können wir es jetzt auch nochmal. Okay. Nathan, stop! You won't make it, you're too low. Tja, was machen wir stattdessen? Ach, guck mal. Okay, das haut hin. Sehr gut. Made it. All right. Now, what about me? Right. Just let me look around. Cool. I'll just hang out here. Check out all that machinery. You know, it really makes you appreciate everything that goes into making one of these death traps. Don't be glib. Who's being glib? This is a marvel of human engineering. Oh God, ich komm nicht höher. Ach doch. Yeah, give me a sec. Mach keine Dummheiten, Brother. Bleib, wo du bist. Ah, okay. Ich hab's. Ich glaube, ich hab verstanden, was sie von mir wollen. Genau, passt auf. Okay, I found something to weigh down the seesaw. Excellent. Irgendwas ist mit den Kisten eigenartig hier. Manchmal schiebt sich so, manchmal nicht. Keine Ahnung, warum liegen überhaupt Kisten auf Rollen, Mann? It's heavier than I am. Yeah, I don't know about that. Yeah, yeah. Jetzt bewegt sich plötzlich nämlich nichts mehr. Das ist so eigenartig. So, jetzt muss ich hier an der Seite lang, ne? There we go. Hey, nice air time. Oh, crap. I got you. There. Thanks. That's another test down. At this point, I'd rather take another death trap. At this point, I hope we're at the end of this thing. Jo. Wäre nicht schlecht, wenn das Ganze hier langsam mal zum Ende kommt, auch wenn es hier wunderschön ist und atmosphärisch und schön. Okay, getting a bit dramatic with the statues here. Seriously? Why decorate a treasure burial site? Or build elaborate tests? I mean, either we're missing something, or Avery was really, really bored.
Ja, kann natürlich sein, ne? Man denkt ja immer so einiges, aber was ist, wenn er fett war und viel gefurzt hat? Und fett war. Ugh. I'll never get used to this. It's another cross. At least this one has some jewels on it, right? Whoa, whoa, don't touch it. What? Why? Look at it. It's the only valuable thing we've seen in this cave. Right. This is another test. Agreed. Yeah. Or lack thereof. Okay, so... It's gotta be the coins. Yes. Are we sure about this? I'm pretty sure. Pretty sure we'll have to do. Just one now. Great. I got it. Please don't be a trap. Trap. You recognize the shape? It's Madagascar. Look. Star right here. It's King's Bay. Yes, it is. Son of a bitch. He's screwing with us. What are you talking about? Avery, he's screwing with us. This was supposed to be it, so where's the goddamn treasure, huh? I mean, King's Bay, great. Well, what's next? North Pole? Outer space? Nathan. For those who prove worthy, paradise awaits. He was recruiting. Who was recruiting? Avery was recruiting. Recruiting for what? Crap. You gentlemen are very, very noisy. Guns on the floor. Slowly. Must have known you from last time. Throw me out a window didn't do it for you? Rafe. Rafe, come in. I'm at the graveyard. Nadine, hey, we're here. Yeah, I'm looking at them right now. What? Where are you? Come back to the cathedral. Follow the holes. I'm on my way. And for God's sakes, don't shoot them yet. Not want to hurry, then. King's Bay. Yeah, but, Where in King's Bay? You'll need that cross over there to figure it out, but there's only two people that can tell you how to use it. Let me guess. You two. I'm gonna leave it to Rafe. You're gonna be waiting a long time. Sorry, boys. I'm not here to negotiate. Bring me the crucifix. It's not a crucifix. What? Well, technically, a crucifix refers to cross that... You know what? Never mind. Don't touch it! Holy fuck. Was zur Hölle? Nice!
What's the plan? I'm working on it. Tja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Was? Für was denn? Okay, okay, das kriegen wir hin. Okay. Das war leicht unkoordiniert. Sorry. Ach, die wissen schon, dass ich da bin. Na, dann ist ja gut. Man, we really kicked the hornet's nest, didn't we? We kicked it, punched it, and set it on fire. Ich liebe immer diese Stille, wenn keine Feinde mehr da sind. Herrlich. Okay, schön langsam. Sind da drüben auch welche? Ah, ich kann also doch Waffen wechseln. Sehr gut. God damn it, Nate. I can hear the fireworks from here. What the hell's going on? Long story. Short version is get us the hell out of here. Yeah, drink it. Hold tight. Be there as soon as I can. Okay, ich hatte Lust auf Klettern. Okay, zu dem Turret muss ich. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Okay, kriegen wir vielleicht nicht hin. Ist hier noch einer? Nee, ne? Sonst haben wir alle. Wow. Da hat der das Auto eben ganz schön mir ganz schön viel Arbeit abgenommen jetzt. Okay, Mann, sorry, in den Actionsequenzen, da bin ich mal kurz leicht überfordert, beziehungsweise lang schwer überfordert. Oh shit, Sam, Sniper! Mein Cover! Okay, haben wir's. Ne, snipern werde ich mit Sicherheit nicht. Wow, wo kommst du her? Alter! Hier ist noch einer. Ah, du Drecksau. Hey, kid. No place to land up here. Can you make it down to the water?
Yeah, set her down. One way or another, we'll get you. Okay, er kommt in den Flugzeug. Ach ja, es ist einfach immer so für ihn. Immer. Wasn't Victor saying the weather is lovely this time of year? I can't see shit. Just keep heading down until we hit the water. Okay, ich möchte doch lieber die AK. Das ist, glaube ich, eine wesentlich schönere Waffe. Das wird nix. Wartet mal. Müssen wir vielleicht hier hin? Ja. Yeah! Oh, Sam! Down here! Boom, bitch. Okay, das schaffen wir. No Zweifel. Ja, und... Oh, ich reiß aber auch mal mit der Kamera in der Gegend rum, ne? Und das mit Analogsticks. Hier geht's lang. Ich war kurz davor zu springen, Alter. Goddamn plane, mate. We're fine, thanks. How soon can you get us to Madagascar? No treasure, then. Not yet. I don't know what you're talking about. Look, we're rich. Jesus. Suppose it's a start. You think the rest is in Madagascar? Well, there was a chamber back there with a giant map of Madagascar on the floor, so... Yeah, it's probably there. This is beginning to smell a whole lot like wild goose, kid. Look, the treasure was never in Scotland, okay? Then what was the point of all that, huh? Of the St. Dismas Look, cross? It's like I said. I think Avery was recruiting people. The cross was an invitation. The caves were just some sort of initiation. Oh, so we all passed, huh? Congrats, Victor. We get eye patches and parrots now. I don't get it. Why the hell would they go to all that bother just to weed people out? To protect himself. Look, Avery was the most wanted man in the world at that time. He had to enlist people that he could trust in order to keep their treasure secret. What do you mean, their treasure? Just think about this. Thomas Tew was a successful pirate in his own right. What would he possibly stand to gain from joining Avery? I think Avery sent out crosses only to the other wealthy pirates like himself. What if they pooled and hid all their treasure together? That would make the Gunsway Hall look like chump change. Exactly. Oh, holy shit. Okay, so where exactly in Madagascar are we going? King's Bay. It was an old pirate haven back in Avery's time. I know it well. It's a big place. Anything more specific? Well, that map chamber completely caved in, so, you know. What are you laughing about? People who survived the caves, the recruits. What's the one thing they would have left with?
there's a volcano on this. There's a volcano near King's Bay. Which means we need to get a move on. Auf nach Madagaskar. Hey. Hey, Nate. Hi, honey. Oh, hi. I've been trying to get a hold of you. Are you okay? Yeah, of course. What do you mean? Well, you know, the news. There's been all that flooding. Maybe going to Malaysia during the monsoon season wasn't such a good idea. Yeah, right. Right, yeah, it grounded us for sure. You know, had some equipment failure, but, you know, no one's hurt or anything. Well, as long as you guys are safe. So, are you going to start work tomorrow? Postponed, actually. Looks like we're going to need maybe another 10 days or so. Ugh, 10 days? Hey, well, why don't I just go ahead and buy a ticket then? You know, you don't have to do that. It's fine. I mean, you know, these guys always overestimate things. I'm sure it'll be less time than that. Okay, well, you know, don't rush. Make sure that you're safe. Oh, I will. Always do. Listen, I'm sorry. I gotta go. Jameson's calling me over. Okay. I love you. Love you, too. What are the satellites saying, Victor? Right now, not a goddamn thing. I've lost the signal. Hey, you know what never loses signal? Paper. Nice. All right, this route right here should take us straight to the volcano. Might get a little bumpy, though. Let's get the show on the road. Okay. All right. Ooh, wir dürfen fahren. Die 12 Türme. What are we looking for out here? Well, the map shows all these structures around the volcano. Some abandoned outposts, a handful of watchtowers. Watchtowers? Avery was the most wanted man in the world. So if he was hiding something out here, it makes sense he'd need lookouts. And one of those towers is right on the volcano. With Avery's treasure. Fingers crossed. Okay, gibt überhaupt keine Richtungsangabe oder so, ne? Wir fahren jetzt einfach mal. Ach guck, wir können hupen. Sehr schön. I see some ruins up ahead. Wait here, I'll go take a look. Die da? Okay, schauen wir uns mal an. Oh nice, das ist jetzt richtig Open World. Still do a lot of traveling these days. Yeah, I try. I tend to pick jobs that get me away from the computer. Yeah, I was telling Nathan it's shocking how much of the business has moved to the internet. I mean, I bet you have all sorts of options to get rid of hot coffee now. Yeah. I prefer talking to clients face to face. Get a good read on them. Hard to do that in a chat room, talking to some guy named Antiquity Master 37. I can see that. Antiquity Master 37. Nun ja, okay, so können wir unser Auto mal wiederfinden, wenn wir wirklich mal weiter weg sind. Alles klar. Tja, dann war's das hier oben. Not much to see here. Hallo. Bin wieder da. Well, nothing worthwhile. Come on, let's keep going. Na gut, fahren wir einfach mal weiter. Hey, so with our luck, what are the odds this volcano is going to erupt on us? Zero. It's extinct. Trust me, that's the first thing I looked up when we said we were heading for a volcano. That and where to rent the cheapest 4x4. Wait, Sully, you're telling me that you actually did some research? Can't let you be the know-it-all every time, kid. Da hat er natürlich recht. Birds. Ach so, die Handbremse haben sie extra genommen hier oben, um mit Schlamm rumspritzen zu können, oder was? Na gut, fahren wir einfach mal weiter. Ha, wenn man jetzt irgendwie so halbwegs eine Ahnung hätte, wo man hin will, ne? Da hinten ist ein Wasserfall.
immer. Können wir schon irgendwie hin? Ja, da fahren wir jetzt mal hin. Sieht nicht aus, als wäre da eine Höhle dahinter, ha? Huh? Das Auto mal wieder sauber waschen. Look at that. A secret cave behind a waterfall. Gentlemen, we're on a pirate adventure. What are you, seven? So Victor, how is it that you know King's Bay so well, huh? Well, our first time out here was for a swap. Stolen diamonds. The deal went bad and I got arrested. Okay, also das hier ist alles immer vorrangig, um optionale Schätze zu finden, scheinbar. Oh, oder sowas. Das finde ich ja mal am interessantesten. 2. Juni 1702, Captain Harrison. Es sind schon 3 Tage vergangen, seit Sie und Ihr Regiment zu den Türmen aufgebrochen sind, und unsere Hoffnung, dass Sie Captain Avery finden und ihn festnehmen, ist ebenso zunichte wie unsere Vorräte. Die Entdeckung dieses Piratenverstecks nach Jahren voller falscher Fährten mit dem Glauben meiner Männer gestärkt, aber nach 3 Tagen in dieser feuchten Höhle werden Sie langsam unruhig und ängstlich. Sie wollen hier nicht sterben oder schlimmer, mit leeren Händen nach Kings Bay zurückkehren. Daher werden wir bei Tagesanbruch ungeachtet Ihrer Anweisungen so viele Vorräte und Waffen nehmen, wie wir tragen können, und uns selbst auf dem Weg zu den Türmen machen. Dort werden wir Avery mit Gottes Gnade fassen und ihn vor Gericht stellen. So Gott will, werden wir dort auf Sie treffen, Lieutenant Sherwood. Infanterieregiment unter der Lizenz der Ostindien-Kompanie. Ja, die waren natürlich hinter allem her. Die Ostindien-Kompanie. Okay, schön, dass wir es gefunden haben. Können wir wieder weiterfahren, ne? Hi. Ach nee. Sind wir... Stecken wir? Nee, oder? Kommt, Leute, weiter geht's. Ah, schön, die beschäftigen sich also. Ich muss mich noch ein bisschen mit der Steuerung des Autos vertraut machen, wie es so reagiert und so. Okay. Irgendwo. Oh, das da hinten sieht interessant aus. Warte mal. Oder war das jetzt nur der Grafik geschuldet, dass hier mehr aussieht, als es eigentlich ist? Ja, tatsächlich. Ich habe gedacht, hier liegt irgendwie ein Wrack oder so. Wie auch immer es da hätte hinkommen sollen. Ja, ich weiß ja, ich weiß ja. Dieser hässliche Schlamm. Komm schon, Nathan. Hoch da. Come on, baby. Let's go. No! Man kommt nicht hoch. Wir sollen über die trockenen Stellen fahren. This thing was all terrain. You gotta gut it before you hit the hill. Ah ja, ich hab's mir ja schon gedacht, aber wenn du unbedingt willst. Oh, das halt. Naja. Hey, komm schon. Komm schon, ein Stückchen noch. Man. Yes! Hier oben noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Dann fahren wir mal über diese Brücke. Just don't drop us. I just keep it slow. Keep it in the center. Yeah, there's a lot of backseat driving going on right now. It's gonna be fine. What do you suppose? We're good. Everything's good. Jesus Christ. Oh, sie stürzt nicht ein. Ich hätte gedacht, sie stürzt ein. Ach ja, ich liebe es. Okay, los geht's. Das sieht so schön aus. Onward and upward. Komm schon. Getting nowhere fast. Komm schon! Komm, Jeep! You need traction here. Hey Nathan, you want to ease up? Nö. I don't.
Okay, ich glaube, ich habe den Anfang recht gut gemacht und der Rest war Bullshit. So, fahren wir nochmal in die Wiese. Bisschen die Räder abfahren. Okay, vielleicht müssen wir ja außenrum, ne? I got it. So, hier hoch. Und dann hier rum. Hm? Das sieht doch gut aus, ha? Hier ist okay. Stein. I'm getting the hang of this. There we go. Okay, über Steine und so können wir fahren. Da ist Anti-Rutsch. Oh, Jesus. Oh, my spine. Tja, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Ich würde doch mal sagen, da haben wir für den heutigen Tag doch mal ein ordentliches Stück zurückgelegt und viel erlebt. Ich war ein bisschen überfordert von der Action dann. Ich wusste nicht, ob ich jetzt versuchen sollte, elegant zu spielen oder mich vielleicht darauf zu konzentrieren, dass Leute sterben. Naja, kriegen wir hin. Wir spielen Uncharted 4, liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sind jetzt in Madagaskar zu Rade unterwegs. Und, das wird noch gut hier, glaube ich. Und verdammt nochmal, dieses Spiel sieht gut aus. Ich werde bekloppt. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Schaltet ein. Ich bin CoreLP100, der mit der Zahlen dran. Ich sage tschüss. Und bis dann.